Bismillahir Rahmanir Rahim, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Liebe Schwestern im Islam, wir werden euch nun, inshallah, erklären, wie man die Gebetswaschung verrichtet. Gebetswaschung auf Arabisch Al-Wudu. Oder unsere türkischen Brüder und Schwestern sagen dazu, also Abdest. Diese Gebetswaschung, die ist Pflicht für das Gebet, wenn man die Gebetswaschung verloren hat. Ja. Und sie ist Pflicht für das Gebet, das heißt für die rituellen Gebete, nicht für das Bittgebet, wenn man einfach nur so ein Bittgebet macht, das kann man auch ohne die rituelle Gebetswaschung machen. Das ist im Prinzip ist es für drei Dinge Pflicht. Erstens, wenn man das rituelle Gebet verrichten will, As-Salah, das heißt Namas, dass man die Allahu Akbar sagt und so weiter, gibt es genügend Beweise für, wie zum Beispiel, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, Miftahu Salati At-Tahara Wat-Tahrimuhu At-Takbir Wat-Tahliluhu Taslim. Okay, Makal. Wo der Prophet Sassim sagt, der Schlüssel zum Gebet ist die Reinigung. Ja, in diesem Fall Al-Wudu, die Gebetswaschung. Und das, was alles verboten macht, ist der Takbir. Wenn ich sage Takbir, deswegen wird auch Takbiratul Ihram oder Takbiratul Tahrim genannt, weil ab jetzt ist alles verboten. Ich darf mich nur noch aufs Gebet konzentrieren. Ich kann jetzt nicht sagen, ja, hör mal, Karl-Heinz, kannst du mal bitte Coca-Cola kaufen oder so. Und dann macht man die Hände wieder auf die Brust. Nee. Und die nächste Sache ist At-Tawaf. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, At-Tawafu Salatun illa anna Allah abaha fihi al-Kalam. Das Tawaf ist ein Gebet, außer dass Allah das Sprechen im Tawaf erlaubt hat. Tawaf ist die Umrundung der Kaaba in Mekka, um Allah damit anzubeten. Die dritte Sache ist, die man nur mit Gebetswaschung machen darf, ist, dass man einen Mushaf berührt damit. Manche Gelehrte haben dafür den Vers aus Suratul Waqia genommen, wo Allah sagt, La yamassuhu illa al-mutahharun, ihn berühren nur die Gereinigten. Nur im Prinzip sind viele Gelehrte der Meinung, dass damit also die bewahrte Tafel im Himmel gemeint ist und nicht der Koran selber. Weil wenn man sagt, der berühren nur die Gereinigten, dann wissen wir, den Koran können auch nicht Gereinigte berühren. Allerdings gibt es einen Brief, den der Prophet sallallahu alaihi wasallam an Abba ibn al-Hazm geschrieben hat, wo er sagt, und das erwähnt auch Sheikhul Islam ibn Taymiyyah in Fatawa und Nisa in seinen Buchen an anderen Stellen, dass er in diesem Brief ihm befiehlt, dass den Mushaf, den Koran, nur diejenigen berühren dürfen, die also Wudu haben. Was ist mit einem Mushaf gemeint? Ein Mushaf ist ein Buch gemeint, wo der Koran drin ist und wo der Koran das meiste darstellt. Weil beispielsweise ein Tafsir, wo Koranverse drin sind, kann man nach der korrekten Meinung der Gelehrten auch berühren. Was ist der Beweis, auch wenn man kein Wudu hat? Was ist der Beweis dafür? Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam schrieb verschiedene Briefe an die Führer von Persien, Rom und so weiter. Und in diesen Briefen waren auch Koranverse drin. Wäre es verboten, einen Brief anzufassen, wo ein Koranvers drin ist, dann hätte er diesen Brief nicht an diese Könige schicken können, weil sie ja nicht Muslime sind, die natürlich dementsprechend, logischerweise, zwangsläufigerweise, auch kein Wudu, keine Gebetswaschung haben. Ja, das heißt, das, was man nicht berühren darf, ist der Mushaf, der, wo alles Koran ist. Eine Übersetzung beispielsweise, wo das meiste aus deutscher Übersetzung besteht und das Vorwort noch und wo nur der Koran auch noch beinhaltet ist, wie in einem Tafsir, kann man nach der Meinung einiger Gelehrter, und das ist inshallah die stärkste Meinung aufgrund des Beweises, den ich gerade eben erwähnt habe, mit den Briefen, die der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam geschickt hat, diese Dinge kann man berühren. Ja. Natürlich, erst recht kann man einen Deutschen, einen Koran, der eine ungefähre Übersetzung darstellt, berühren, wo nur Deutsch drin ist, das dann erst recht, das sowieso, weil manche Leute denken, sie dürfen so etwas einem Nicht-Muslim nicht schenken. Wie gesagt, immer daran denken, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam schickte Briefe an die Führer der verschiedenen Länder, an den Führer von Persien und so weiter und so fort, damit diese Menschen zum Islam kommen. Und es war in diesem Fall erlaubt.
Genauso darf man auch den Koran lesen, wenn man im Zustand der kleinen rituellen Verunreinigung ist. Wenn die große rituelle Verunreinigung ist nach einem, beispielsweise nach Geschlechtsverkehr, beziehungsweise wenn sich die Geschlechtszeile, berührt haben, in diesem Fall ist es haram, auch den Koran zu lesen. Aber in der kleinen rituellen Verunreinigung ist es erlaubt, den Koran zu lesen. Der Beweis dafür ist, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als er aufgestanden ist vom Schlaf, und der Tiefschlaf ist ein brechendes Wudu, der brechende Gebetswaschung, den Koran gelesen hat. Außerdem waren die Muslime immer daran angehalten, Koranverse in verschiedenen Situationen zu lesen, Dawa damit zu machen. Es ist unmöglich vorstellbar, dass die Sahaba immer Wudu hatten, weil das ist halt ganz klar, dass man das ab und zu verliert, durch Luft lassen und so weiter und so fort. Ja. Wenn man die Gebetswaschung macht, braucht man erstmal, und leider gibt es viele Leute, die das vielleicht erklären, aber die daran nicht denken, das sind sehr wichtige Punkte, braucht man erstmal die Niyya, dass man diese Gebetswaschung macht, mit der Niyya damit die kleine rituelle Verunreinigung, Al-Hadath al-Asra auf Arabisch, zu beheben. Denn Allah sagt, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, إنما الأعمال بنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. Die Taten sind entsprechende Absichten und jedem gebührt das, was er beabsichtigt. Was ist mit der Absicht? Die Absicht ist, und das sagt auch der Imam At-Tirmidhi, eine Sache, die im Herzen ist und die wird nicht ausgesprochen. Warum? Weil selbst wenn ich etwas im Herzen habe, wenn ich etwas ausspreche und ich habe etwas anderes im Herzen, dann wird es nicht von mir akzeptiert. Und wenn ich etwas im Herzen habe, eine Absicht, und ich spreche etwas anderes aus, als das, was ich im Herzen habe, ja, also ich habe zum Beispiel im Herzen eine gute Absicht und spreche etwas Schlechtes aus, weil ich mich irgendwie vertan habe, dann habe ich einen Fehler gemacht und das, was ich gesagt habe, das wird mir nicht schaden. Andersrum, wenn ich etwas Gutes sage, aber habe dabei eine schlechte Absicht, dann wird das Gute, was ich gesagt habe, mir nicht nützen. Das heißt, es kommt auf die Nähe an, die man im Herzen hat. Darauf kommt es an. Auf die Nähe, auf die Absicht, die man im Herzen hat. Ja? So, ich habe beispielsweise einmal erlebt bei einem Bruder, wo ich studiert habe in Mekka, weil manche Leute machen sich damit total verrückt. Er meinte, er ist morgens aufgestanden zum Fajr-Gebet. Das heißt, du stehst morgens um 5.30 Uhr auf, bist noch hundemüde, stehst auf, weil du den Wecker gestellt hast oder weil du den Erwähnen gehört hast, und dann geht er zum Waschbecken. Und dann fängt er an, sich auf eine bestimmte Art und Weise zu waschen. Das heißt, die Gebetswaschung, die wir machen. Ne? Plötzlich, also dann, ich glaube, er war gerade hier bei seinen Armen fertig, sagt er, oh, ich muss nochmal neu anfangen, ich habe vergessen, die Niyya zu machen. Ich habe zu ihm gesagt, guck mal, du bist gerade aufgestanden und bist zum Waschbecken gegangen und hast angefangen, dich so auf diese Art und Weise zu waschen. Warum? Warum? Ja, weil du sowieso, deine Niyya ist, jetzt gleich zum Gebet zu gehen, und du wäschst dich, damit deine kleine Verunreinigung weggeht. Das heißt, du hast sowieso die Niyya. Deswegen der Hadith heißt, innamal a'malu binniyat. Die Taten sind entsprechende Absichten, aber das heißt auch, innamal a'malu binniyat bedeutet auch, dass jede Tat eine Absicht hat. Das heißt, wenn ich morgens um 5.30 Uhr aufstehe und zum Waschbecken gehe und mich auf eine bestimmte Art und Weise wasche, obwohl ich noch total müde bin, meine Augen so aussehen, es ist ganz logisch, dass ich mich wasche, um zum Gebet zu gehen, und ich wasche mich gerade, um rein zu werden für das Gebet. Es ist also ganz klar, dass das total falsch ist, da die Niyya nochmal zu erwähnen. Ja? So. Hier müssen wir erstmal die Säulen des Wudu wollen wir erstmal kurz erklären. Was sind die Säulen der Gebetswaschung? Die Säulen der Gebetswaschung sind verschiedene Säulen. Es fängt an mit der Waschung des Gesichtes. Ich rede jetzt von den Säulen. Wir werden nachher, inshallah, nochmal alles in der Praxis zeigen, dass wir nochmal genau zeigen, wie das aussieht. Das Waschen des Gesichtes ist die erste Säule und ist die erste Säule der Gebetswaschung. Warum? Weil Allah sagt im Koran, und zwar in Sure 5, Vers 6, Ya ayyuha alladhina amanu, idha kumtum ila salati, farsilu wujuhakum. O ihr, die ihr glaubt, wenn ihr zum Gebet kommt, dann wascht euer Gesicht. Das heißt, es ist die erste Säule. Warum unterscheide ich das jetzt in Säulen und Pflichten und Sunnan? Damit man nachher weiß, wenn man eine Säule vergessen hat, dann ist das die Gebetswasche ungültig.
Aber wenn man eventuell eine Sunna vergessen hat, dann ist das Gebet nicht ungültig. Ja? Oder warte mal, vielleicht mache ich das einfach direkt nach Reihenfolge. Ich habe das jetzt hier nach Säulen aufgezeichnet, aber vielleicht ist das nur verwirrend für die Leute. Ich erwähne einfach zwischendurch, was ist Säule, was ist keine Säule. Okay. Ich bin bei der Nia, ja? Okay, wir haben gesagt, man muss eine Nia haben, aber die hat man sowieso. Jetzt, womit fängt man an? Womit fängt man an bei der Gebetswaschung? Man fängt an als erstes, dass man Bismillah sagt. Und dies ist verpflichtend im Hanbali-Madhab aufgrund des Hadithes, wo der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, La wudu'a liman lam yadhkur isma Allahi alayh. Es gibt kein Wudu, wo man nicht den Namen Allahs drüber erwähnt. Das heißt, man muss den Namen Allahs drüber erwähnen. Was ist, wenn man am Anfang des Wudu, am Anfang der Gebetswaschung vergisst, Bismillah zu sagen? Was ist dann? Und es fällt einem während der Gebetswaschung ein. Wenn es einem dann während der Gebetswaschung einfällt, dann sagt man es einfach während der Gebetswaschung. Weil es ist auch noch, dass man es zur Gebetswaschung sagt. Ja, also natürlich zu empfehlen ist es, dass man es vorher sagt. Wenn man es vergisst, das heißt, wenn man es vergisst zu sagen, es gehört zur Verpflichtung, nicht zu einer Säule. Die Gelehrten unterscheiden immer zwischen einer Säule, zwischen einem Rücken, Arkan, und zwischen Wajib oder Wujub. Etwas, was verpflichtend ist, ist, wenn man es vergisst, unbeabsichtigt, ist das Wudu, ist die Gebetswaschung trotzdem gültig. Genau wie das Gebet. Im Gebet gibt es auch Verpflichtungen und Säulen. Eine Pflicht, wenn man sie vergisst, unbeabsichtigt, und es fällt einem nach dem Gebet ein, dann ist das Gebet richtig. Aber eine Säule, dann muss man das Gebet wiederholen. Das heißt hier auch, wenn man eine Säule vergisst, dann ist die Gebetswaschung ungültig, egal ob man es absichtlich macht oder unabsichtlich. Bei einer Verpflichtung ist die Handlung nur ungültig, wenn man es absichtlich macht. Das heißt, man sagt Bismillah. Ja. Hier kommt direkt die Frage, wie ist das, wenn man auf Toilette Wudu macht? Wenn man auf der Toilette die Gebetswaschung macht, wie ist das dann? Man geht also auf die, ins WC oder ins Bad und macht dort die Gebetswaschung. Hier gibt es unterschiedliche Meinungen. Einige Gelehrte, die haben gesagt, nein, das darf man nicht sagen. Und dieser Hadith, La wudu liman lam yadhkur isma Allah alayh, kein Wudu für den, der nicht den Namen Allahs darüber erwähnt. Einige sagen, Wikr muss nicht unbedingt ein Ausspruch mit dem Wort sein, sondern das kann auch im Herzen ein Wikr sein. Andere Gelehrte haben gesagt, es gibt keinen Beweis dafür, dass man nicht im Bad Bismillah sagen kann. Wofür wir einen Beweis haben, ist, dass man während der Verrichtung des Geschäftes, sage ich mal, also während der Verrichtung der Notdurft, dass man da den Namen Allahs nicht sagen darf. Deswegen, inshallah, ist die sichere Meinung, dass man einfach Bismillah sagt, weil man ist nicht bei der Notdurft, sondern man ist dabei, sich zu waschen. Bismillah. Das ist die erste Sache. Ja, ich erwähne nur immer andere Punkte, weil wir wollen euch nicht zu irgendeiner Sache zwingen, sondern wir wollen euch die Meinungen, die es in den Madhahib gibt, wir wollen euch die präsentieren und dass man auch selber sehen kann, was einem logischer erscheint diesbezüglich, damit ihr auch wisst, warum es eventuell andere Leute gibt, die eine andere Meinung haben. Weil es ist des Öfteren so, ich erzähle euch vielleicht jetzt etwas und dann seht ihr nächste Woche, irgendjemand geht in irgendeine Moschee und dann sagen sie zu euch, nee, das ist falsch, aus dem und dem Grund, wir machen das und das. Deswegen behalte ich euch schon mal direkt drauf vor. Es gibt kleine Meinungsverschiedenheiten, inshallah, wenn man versucht, das Beste zu machen und wenn man sich bemüht, das Beste zu machen, Allah akzeptiert die Tat von einem, Alhamdulillah. Jedenfalls, wenn man damit fertig ist, dann fängt man an, die Hände zu waschen. Man sagt Bismillah und fängt an, die Hände zu waschen. Es ist sehr wichtig bei der Gebetswaschung, dass man nicht zu viel Wasser verbraucht. Das heißt, entweder man tut das Wasser in einen Eimer oder man macht den Hahn an und aus. Das heißt, dass ich den Hahn anmache, nehme Wasser und mache ihn gleichzeitig wieder aus und wasche. Jetzt mache ich ihn wieder an, nehme ein bisschen Wasser und mache wieder zu. Es ist Sunna, dreimal zu machen. Man kann das alles einmal machen, zweimal machen oder dreimal machen. Wenn man einmal macht und alles wird nass, das reicht. Am Anfang das Händewaschen ist Sunna, ist keine Pflicht und ist kein Rücken. Das heißt, es ist erwünscht, es gehört zur Sunna. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, dass wenn jemand vom Schlaf aufsteht, dann soll er seine Hand nicht
direkt in das in diese in den Behälter mit Wasser reintun. Denn er weiß nicht, wo in der Nacht seine Hand geschlafen hat. Das heißt, beispielsweise an seinen Geschlechtszeilen. Oder irgendwo anders, und er hat vielleicht eine Najasa an der Hand und tut die Hand in das Wasser rein, wodurch das Wasser auch najis wird. Das heißt, wenn man beispielsweise einen Eimer hat, bei einem Waschbecken ist es sowieso egal, man macht einfach den Hahn an, wäscht das erste Mal. Wenn man aber einen Eimer hat, dann schüttet man das so in die Hand. Man greift nicht in den Eimer hinein, sondern schüttet das Wasser in die Hand. Einmal, zweimal oder dreimal. Ja? Wie gesagt, dreimal ist das Beste, zweimal ist das Zweitbeste und einmal reicht. Bei der Handwaschung sowieso. Wir haben schon gesagt, man muss sie gar nicht waschen, sondern es ist Sunnah. So, erstmal, was haben wir gesagt, sagt man Bismillah. Dann fängt man an, Sunnah mit den Händen. Ich habe gesehen, habt ihr gesehen? Den Trick, direkt den Wasserhahn wieder zugedreht. Nicht, dass man macht, ach ja, ich mache hier ein bisschen und das Wasser läuft. Das ist ja Wasserverschwendung. Sondern einfach mal an. Auch so, das ist jetzt das zweite Mal. Was haben wir gesagt? Einmal ist Pflicht, zweimal ist besser, dreimal ist optimal. Jetzt machen wir das dritte Mal. Ein bisschen Wasser hier, auch hier zwischen den Fingern. Ja, auch darauf achten. Manchmal hat man so richtig viel, wenn man zum Beispiel irgendeine komische Arbeit hat, verrichtet so vielleicht Lack unter den Fingernägeln, dass das Wasser nicht an hier drunter kommt. Ja. Wenn man dann mit dem Händewaschen fertig ist, oder auch nicht, weil wie schon gesagt, das ist eine Sunna, nimmt man eine Handvoll Wasser und es ist Sunna, mit einer Handvoll Wasser gleichzeitig Mund und Nase Wasser einzugeben. Man macht praktisch so, Mund nimmt mit der Hand Wasser in den Mund und dann hier in die Nase. Ja? Und jetzt macht man folgendermaßen mit dem Mund Medmeda und dann spuckt man es aus. Und macht diesen Istinschak, dass man das praktisch Wasser aus der Nase rausholt. So als wenn man also etwas praktisch aus der Nase, dass man es praktisch rauspustet, rausbläst aus der Nase. Jetzt, wenn man hiermit fertig bin, Mund und Nase. Wir haben gesagt, mit einer Hand. Wie ein Sachi Muslim überliefert wird. Das heißt, ich mache so hier, hab die Hand. Und mache auf diese Art und dann spucke ich das aus. Ich mache das jetzt mal einzeln kurz, damit man sieht. Ja, und in der Nase halt so. Ah, jetzt habe ich auch den Mund, weil ich das schon gewohnt bin, immer mit einer Hand zu machen. Wenn man das nicht kann, kann man noch ein, zwei, aber das ist Übungssache. Ja? Noch mal mit einer Hand. Ja, okay. Wenn man das nicht kann, dass man nicht mit einer Hand Mund und Nase macht, dann macht man eben zuerst Mund und dann Nase. Ja? Das ist wichtig. Und es gibt also verschiedene Überlieferungen, die zeigen, dass das Pflicht ist und es gehört mit zum Gesicht. Der Allah sagt im Koran, Sura 5, Vers 6, Ya ayyuha alladhina amanu, idha kumtum ila salati, faghsilu wujuhakum. So wascht euer Gesicht. Dieser Metmeda, das heißt im Mund, die so zu machen, und ist den Schak, gehört mit zu dem Gesicht. Gehört mit zum Gesicht. Und ist, gehört zu dem Wajib. Gehört zu dem Wajib in Hanbali-Madhab. Das heißt, wenn man es vergessen würde, unabsichtlich, dann macht es das Wudu nicht kaputt. Aber wenn man es absichtlich vergisst, dann macht es das Wudu kaputt. Hier gibt es beispielsweise verschiedene Hadithe, die auch beweisen, dass es eine Pflicht ist. Wie zum Beispiel Hadith in Abu Dawud 140, إذا توضأت فمتمت. Das heißt, wenn du Wudu machst, dann mache diese Metmeda. So dass man das Wasser praktisch von der einen Seite in den anderen im Mund hin und her schiebt. So, als wenn man also gurgelt, aber nicht hier hinten gurgelt, sondern im Mund praktisch gurgelt. Ja? Metmet. Dann gibt es Hadithe, die sagen, إذا توضأ أحدكم فليستنشق. Also das mit der Nase. Und dieser Hadith, der ist in Muslim, Hadith Nummer 237. Und wie gesagt, es gibt andere Hadithe, die beweisen, dass der Prophet für Mund und Nase eine Handvoll genommen hat. Dies macht man, man nimmt also eine Handvoll, macht das erste Mal. Das reicht. Einmal reicht. Dann, wenn man noch besser ist, wenn man es zweimal macht, noch besser ist, wenn man es dreimal macht. Einmal mindestens, zweimal oder optimal, am optimalsten ist dreimal.
mit einer Hand, Mund und Nase. Wie gesagt, wenn man das nicht kann, macht man erst Mund und dann Nase. So. Dann fängt man an, das Gesicht zu waschen. Hierbei ist wichtig, dass das Gesicht hier ist, wo der normal der Haaransatz ist. Natürlich, wenn jemand jetzt beispielsweise eine Halbglatze hat, hat keine Haare mehr. Die Haare fangen hier hinten an. Also da, wo normalerweise das Gesicht ist. Ja, hier und von einem Ohr zum anderen Ohr. Und dieser Bereich hier. Dieser Bereich muss gewaschen werden mit Wasser. Hierbei ist auch wichtig zu sagen, also auch nochmal hier zeigen, hier dieser Bereich muss gewaschen werden. Hierbei ist wichtig zu sagen, ja, dass man auch macht, dass man auch die Augen zumacht und hier in der Augenhöhle das Wasser reintut. Weil es könnte sein, dass man praktisch die Augen auf hat, macht nur so und dann hat man hier die Haut nicht gewaschen. Und das macht das Wudu ungültig. Es gab einige Sahaba, aber das ist eigentlich widerlegt und wird von den Gelehrten als nicht korrekt angesehen, weil die können auch Fehler machen. Wie bin Omar, die sogar die Innenseite der Augen gewaschen haben. Aber wie gesagt, das ist nicht korrekt. Und man sagt, dass er deswegen auch später in seinem Leben erblindet ist. Also das Innere der Augen wird nicht gewaschen. Aber hier, das Äußere, hier, das muss schon gewaschen werden. Das ist sehr wichtig. Jetzt, was kommt danach? Das Gesicht. Von hier nach hier. Ich zeige es mal. Also ich mache die Hand nass. Ja, und nicht einfach nur so ein bisschen. Dann habe ich nur hier nass, sondern das ganze Gesicht. Hier, seht ihr? So wird das ganze Gesicht nass. Auch hier die Augenhöhlen. So. So. Und dann kann man auch mal beim Bart hier durchgehen. Dass das hier auch das Wasser da reinkommt. Ja. Das war das zweite Mal. Wie oft haben wir gesagt? Dreimal ist Sunna. Ich mache es nochmal. Hier. Das ganze Gesicht nass machen. Okay. So. Auch hier aufpassen, dass es hier reinkommt und hier in die Augen. Ein Fehler, den viele Brüder machen, die aus Afrika kommen, ist, dass sie die Angewohnheit haben, anstatt mit einer Hand zu waschen, mit zwei Händen das Gesicht zu waschen, es mit einer Hand tun. Ich lasse das am besten mal aus, weil dann kann man es besser sehen. Und sie nehmen dann Wasser und machen nur so. Dann ist nicht das ganze Gesicht gewaschen. Deswegen mache ich extra auf einige Fehler aufmerksam, die einige machen. Das heißt, man muss darauf achten, dass man das Wasser nimmt und wirklich das ganze Gesicht wäscht. Nicht, dass man wirklich ein bisschen Wasser nimmt. Dann ist hier der Bereich trocken geblieben. Das machen leider viele Brüder aus verschiedenen Regionen, wie ich schon erwähnt habe. Es gibt immer verschiedene Regionen unterschiedliche Angewohnheiten. Dann ist auch wichtig, dass man darauf achtet, dass Wasser an die Haut kommt, wo der Bart ist. Bei manchen Leuten ist das etwas schwieriger, aber wie zum Beispiel Leute, die einen leichten Bart haben, die können das machen, dass sie das Wasser nehmen. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah bürdet keiner Seele auf, was sie nicht zu tragen vermag. Dass man auch Wasser nimmt und macht praktisch diesen Tahlil hier, zum Beispiel so auf diese Art oder auf diese Art, dass man das Wasser auch durch den Bart durchbringt, ja? Okay, gut, das dazu. Wenn man dann mit dem Gesicht fertig ist, dann, was sagt Allah im Koran? Ya ayyuhal ladhina amanu, idha kumtum ila salati, faghsilu wujuhakum. Wenn ihr zum Gebet aufsteht, wenn ihr zum Gebet geht, in dem Sinne beten wollt, dann wascht eure Gesichter. Und dann sagt er, wa aydiyakum illa marafiq. Und eure Hände bis zu den Ellenbogen. Das heißt, hier wird eine Reihenfolge angegeben, dass man mit dem Gesicht anfängt. Deswegen ist das erste Händewaschen, ist das erste Händewaschen eine Sunna. Deswegen ist es falsch. Einige Leute denken, dass das zweite Waschen nur von hier, vom Ruß, vom Handgelenk, bis zum Ellenbogen wäre. Aber das ist verkehrt, sondern es ist die Hand. Jetzt kommt das Händewaschen. Das heißt, von hier bis hier. Wenn man jetzt beispielsweise hingehen würde und man wäscht die Hände nicht, hat man die Reihenfolge nicht nach Hanbali Madhab. Das heißt, dann ist das die Gebetswaschung nicht gültig. Das heißt, man muss unbedingt die Hände waschen. Und zwar bis zu dem Ellenbogen. Bis ist die Frage, was ist mit bis gemeint? Ist mit bis gemeint von bis? Zum Beispiel, esst im Ramadan, bis ihr den weißen Faden vom schwarzen Faden unterscheiden könnt? Oder ist mit bis gemeint einschließlich? Fastet bis, das heißt einschließlich, geht nach
Mekka, wandert aus nach Medina. Das heißt nicht bis, dass man vor Medina stehen bleibt oder vor Mekka stehen bleibt, sondern man geht bis rein, einschließlich Mekka. Hier in diesem Sinne, ja, also ist jetzt kein Vers im Koran, sondern halt könnte ein Befehl sein, den man gibt, und damit meint man dann bis, im Sinne, dass man auch dorthin geht, ja. So. Das heißt, man fängt von hier bis hier. Man nimmt den ganzen Ellenbogen. Warum? Weil es gibt einen Hadith, und das ist doch die sichere Meinung, dass das Wasser vom Propheten seinem Ellenbogen heruntergetropft, oder von einem Sahabi, ich weiß es nicht mehr genau, ich bin jetzt nicht ganz sicher, auf jeden Fall, dass das Wasser von jemandem seinem Ellenbogen runtergetropft. Jetzt fangen wir mal, jetzt kommen die Arme. Was haben wir gesagt? Wie Allah im Koran sagt, wa aydiyakum ila al-marafiq, die Hände von hier bis hier. Auf diese Art und Weise, ich nehme ein bisschen Wasser, mache wieder zu den Haaren, lasse das hier laufen. Jetzt habe ich die untere Seite gemacht, dann drehe ich den Arm um, dann habe ich die Oberseite, dann mache ich die Handoberseite hier, dann gehe ich hier zurück, schon ist der ganze Arm nass. Das ist Pflicht. Jetzt, wenn ich das noch einmal mache, zweimal, zack, 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 das ist dann, wenn man nachher Routine hat, und dreimal, hopp, zack, 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 zack. So, jetzt mit der linken genau dasselbe, ich mache das jetzt mit der linken nur einmal, das ist Sunnah, von rechts anzufangen, dann links aufzuhören. Jetzt links, ich mache nur einmal, ja, damit ihr es nochmal seht, okay, hier kann man nochmal zwischen die Finger gehen. Hauptsache, alles wird nass. So, man nimmt Wasser. Beim Wasser ist auch wichtig zu sagen, man kann nicht irgendeine Flüssigkeit nehmen. Man kann Meerwasser nehmen, man kann normales Wasser nehmen, Sprudelwasser nehmen. Aber man muss etwas nehmen, was Wasser ist, was als Wasser gilt. Und nicht mit Najasa verunreinigt wurde. Man kann zum Beispiel keinen Orangensaft nehmen oder Milch oder Coca-Cola, sondern man muss Wasser nehmen. Ja? Man nimmt das Wasser, beispielsweise auf die Art und Weise, und lässt es hier runterlaufen. Man fängt mit rechts an. Das ist Sunnah, mit rechts zu beginnen. Wenn man jetzt mit links anfängt, ist kein Problem, weil mit rechts zu beginnen ist eine Sunnah. Der Prophet sagt, das wurde ihm gesagt, أَنَّهُ أَحَبَّ تَيَّمُنَا فِي شَعْنِي كُلِّهِ فِي التَّهُورِهِ وَفِي تَنَعُولِهِ وِي تَرَجُلِهِ. Das heißt, dass der Prophet, das hat Aisha radiallahu anha überliefert, hat das Tayyamun, das heißt das mit rechts anfangen, in allen seinen Lagen geliebt. Im Tuhur, das heißt in sich reinigen, beim Schuhe anziehen und beim Haare kämmen, ja. Das heißt, man nimmt das Wasser beispielsweise und fängt vorne an, dass die Hand nass wird, geht hier rüber, dann geht man hier über den Ellenbogen. Am besten ist, man fängt wirklich so an, weil so ist es einfach zu tun. So, jetzt habe ich das Wasser hier, jetzt drehe ich den Ellenbogen um. Das heißt, ich habe den ganzen Ellenbogen und jetzt gehe ich hier zurück. Dann habe ich den ganzen Ellenbogen, dann gehe ich hier vorne rein und dann soll man auch noch hier zwischen die Finger gehen. Auf diese Art und Weise, zwischen die Finger, auf diese Art und Weise, ja, ich mache es nochmal, man nimmt das Wasser, so, also ich habe jetzt hier Wasser in der Hand, oder ich nehme Wasser mit der rechten Hand und schiebe es auf diese Art und Weise, schiebe das Wasser mit der linken Hand herab, bis hier unten. Das heißt, ich habe jetzt den ganzen Unterarm und die ganze Innenseite der Hand, Handfläche mit Wasser nass gemacht. Dann drehe ich um. Jetzt habe ich den ganzen Ellenbogen. Dann gehe ich nach vorne. Jetzt ist die ganze Oberseite von dem Arm nass. Gehe hier vorne dazwischen. Das heißt, ich habe die ganze Hand. Dann kann ich nochmal hier, dass alles schön nass ist. Einmal ist Pflicht. Zweimal ist Sunnah. Dreimal ist optimal. Dann macht man dasselbe auf der linken Seite. Diese Art und Weise. Ich zeige es nur noch einmal, damit man es besser sieht. Ich nehme Wasser in die rechte Hand diesmal. Tue das Wasser hier rein. Schiebe es bis hier unten. Jetzt drehe ich den Arm um. Komme mit der Hand hier rüber. Gehe nach vorne. Gehe hier rein. Und mache so. Schon ist der ganze Arm nass. Übrigens ist dieses Reiben, ist Sunnah. Wenn der Arm nur nass wird, reicht schon. Theoretisch könnte ich auch eine Brause nehmen und alles einfach nass machen, Hauptsache es ist nass. Ja, nur so verbraucht man natürlich auch sehr viel Wasser. Das ist immer von der Sunnah, nicht zu viel zu verbrauchen. Das, was wir bisher erklärt haben, das Gesicht zu waschen und die Ellenbogen zu waschen, sind beides Säulen des Gebetes.
Säulen der Gebetswaschung. Wenn man es vergisst, ist es ungültig. Im Gegensatz dazu ist das Bismillah vergessen ein Wujub. Wenn man es absichtlich nicht macht, ist es ungültig. Aber wenn man es vergisst, ist es trotzdem gültig. Das ist natürlich die Interpretation auch des Hanbali-Methab. Jetzt nehme ich Wasser, weil jetzt sagt Allah im Koran, jetzt kommt die nächste Säule. Wamsahu bi ru'usikum. Nachdem Allah sagt, wa aydiyakum ila al-marafiq, eure Hände bis zu den Ellenbogen, sagt er, wamsahu bi ru'usikum, das heißt, streicht über eure Köpfe. Und hier wird überliefert, dass der Prophet nicht mit einer Hand so gemacht hat, sondern dass mit zwei Händen auf diese Art und Weise das Ganze verrichtet wird, bis nach hinten und wieder nach vorne. Einmal streichen reicht, vorne und hinten ist besser. Und dann geht man in die Ohren rein, dass man die Ohren auf diese Art und Weise nass macht, dass die ganzen Ohren nass werden. Denn es gibt einen Hadith, der in Bayhaqi überliefert wird, der sagt, Al-Adhanani min ar-Ras, die Ohren gehören zum Kopf. Deswegen ist es Pflicht im Hanbali-Madhab, die Ohren auch zu waschen. Ja? Und es gibt hier Meinungsverschiedenheiten, ob man für die Ohren neues Wasser nimmt. Aber es gibt zum Beispiel einen Hadith in Sunan Abi Dawud, dass der Prophet nur einmal das Ganze getan hat. Das heißt, er hat nicht zweimal, dreimal genommen. Und deswegen ist auch davon auszugehen, dass er mit demselben Wasser, mit dem der Kopf bestrichen wurde, die Ohren bestrichen wurden. Es gibt auch einige Aussagen, das heißt, wenn man jetzt nochmal Wasser nehmen würde, es gibt Überlieferung von Ibn Umar, dass er das getan hätte. Aber wie gesagt, inshallah ist es näher zur Sunnah, indem man einmal Wasser nimmt, über den Kopf streicht und dann die Ohren macht. Und das sieht dann mit Wasser so aus. Dann über den Kopf, auf diese Art und Weise. Ich fange vorne an, gehe bis nach hinten. Ja, nicht nochmal so. Gibt es keine Überlieferung für, gehe wieder nach vorne. Und dann gehe ich hier mit denselben nassen Händen in die Ohren rein. Manche sagen, wie Ibn Umar, zweimal Wasser nehmen. Aber inshallah ist die korrektere Meinung. Mit einem Wasser reichen tut es auf jeden Fall. Das gehe ich mit den Daumen hier hinter die Ohren. So. Und mache das ganze Ohr hier nass. Okay. Jetzt fragt man sich, was ist mit dem Hals? Weil man sieht manchmal Leute, dass sie zum Beispiel diese Gebetswaschung machen und dann gehen sie noch hier an dem Hals runter. Ist das eine authentische Sache? Das ist keine authentische Sache. Und wäre das eine authentische Sache, so viele Menschen, die bei dem Propheten gelebt haben, haben Wudu gemacht, dann hätte uns das über eine authentische Kette, wäre uns das zugekommen und deswegen machen wir das auch nicht. Weil ansonsten fangen wir demnächst an hier zu streichen und dann streicht der eine noch über die Brust und der andere darüber. Aber es gibt natürlich Leute, auch Gelehrte, die dieser Meinung sind. Wir wollen keinen Streit mit denen anfangen, aber wenn wir etwas beibringen, sagen wir, dies gehört nicht zur Sunna und jeder Gelehrte kann sich vertun. Der nächste Punkt, der erwähnt werden muss, ich habe schon erwähnt, wir haben bisher vier Säulen erwähnt. Erstens das Gesicht waschen, zweitens über den Kopf, zweitens die Hände bis zum Ellbogen, drittens der Kopf. Jetzt kommt viertens, Allah sagt, nachdem er sagt, وَمْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ, sagt er, وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ, und eure Füße bis zu den Knöcheln. Bis zum Knöchel, und das sieht so aus. وَمْسِحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ, und die Füße bis zu den Kabein, bis zu den Knöcheln. Nicht bis hier, sondern bis da. Das heißt, ich nehme Wasser, so, dann kann ich die ganze Oberfläche machen. Ich muss dann gucken, dass der ganze Fuß nass wird. Hier ist wichtig, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, وَيْلُ لِلْأَقَابِ مِنَ النَّارِ. Und dann kann man halt hier durchgehen, dann geht man hier drunter. Wichtig ist halt, dass der ganze Fuß nass wird. Und dann gibt es auch Überlieferungen, die sagen, ich mache das meistens nicht, weil ich mache es meistens mit irgendeinem Finger so, aber dass er mit dem kleinen Finger hier reingegangen ist. Mit dem kleinen Finger. Ja, zwischen die Zehen. Weil zwischen die Zehen muss auch Wasser kommen. Dann kann man das zweite Mal machen. Ja. Wichtig ist, dass alles nass wird. Ja. So. Auf diese Art und Weise wird der ganze Fuß nass. Und immer hier hinten auch aufpassen, dass da alles drin ist. Ja. Hier. Okay. Dann dritte Mal.
Ja. So und so wird dann der ganze Fuß nass. Oder habe ich schon vergessen? Ist noch was trocken? Okay. Gut. Hier alles nass machen. Dann natürlich der rechte Fuß, dasselbe in grün. So. Rechte Fuß. Zack. Der linke natürlich. Ich habe mit links an. Was wäre jetzt, wenn ich mit links angefangen hätte? Das ist kein Problem. Aber die Reihenfolge ist ein Problem bei den Körperstellungen. Das heißt, ich darf nicht zuerst mit den Füßen anfangen, dann mit dem Kopf. Aber wenn ich zuerst mit links anfange und dann mit rechts, das ist nur Sunna. Aber die Reihenfolge der Körperteile einzuhalten, ist Wajib. Okay? Okay, hier auf diese Art und Weise. Hauptsache ist, der ganze Fuß wird nass. Und dieses Tadlik, dieses Reiben ist Sunna. Dann, wie gesagt, kann mit dem kleinen Finger hier zwischen die Zehen gehen. Und dann ist man fertig. Jetzt gibt es noch zwei andere Arkan, vor allen Dingen im Hanbali-Madhab, also der Hanbali-Madhab sieht das so, dass erstens die Aya, der Vers, also die Reihenfolge eingehalten werden muss. Die Reihenfolge muss eingehalten werden. Das heißt, wenn ich die Reihenfolge nicht einhalte, ist die Gebetswasche ungültig. Ich kann beispielsweise nicht anfangen, die Füße zu waschen und danach den Kopf waschen, danach das Gesicht waschen und dann die Hände waschen. Sondern ich muss in der Reihenfolge, wie Allah subhanahu wa ta'ala es im Koran zeigt, so muss ich es auch machen. Denn Allah sagt im Koran, erstens, farsilu wujuhakum, wascht euer Gesicht. Dies davor ist nicht der Rucke, das ist nur eine Sunna. Ja, das gehört dazu, das kann man ruhig davor machen. Aber in dieser Reihenfolge müssen die Arkan, die Säulen der Gebetswaschung verrichtet werden. Das heißt, wascht euer Gesicht, wa aydiyakum ila al-marafiq und eure Hände bis zu den Ellenbogen. Wamsahu bi rusikum und streicht über eure Köpfe. Wa arjulakum ila al-ka'bayn. Warum deutet diese Reihenfolge auf eine Verpflichtung hin? Weil wir dies erstmal stets aus dem Koran so kennen. Zum Beispiel sagt Allah im Koran: Inna Safa wal Marwa min sha'airila. Safa und Marwa, das heißt die zwei Hügel in Mekka, wo Hajar, die Frau von Ibrahim a.s., wo sie dazwischen hin und her gelaufen ist. Die zwei Hügel, die wir auch in der Hajj, zwischen denen wir auch Tawaf machen. Diese zwei Hügel, es ist Pflicht bei Safa anzufangen und dann nach Marwa zu gehen. Man fängt also mit dem an, mit dem Hügel an, den Allah zuerst erwähnt. Und so ist es auch, ansonsten ist es ungültig. Genauso ist es auch Pflicht, anzufangen mit dem, was Allah zuerst genannt hat. Außerdem merkt man in der grammatikalischen Konstruktion, ja, dass wenn die Reihenfolge keine Verpflichtung wäre, das eigentlich, wenn man die arabische Sprache nicht gut kennt, weil er sagt, er nutzt immer das Maf'ulun bihi, das könnte man als Akkusativ benutzen, wascht eure Gesichter und wascht eure Maf'ulun bihi wieder, aydiyakum ila al-marafiq, eure Hände bis zu den Ellbogen. Und dann benutzt er ein Wort, das ein Ism Majru nach sich zieht. Ja? Das heißt, das nennt man auch Genitivkonstruktion. Ja? Das heißt, Wamsahu bi ru'usikum. Es wird also ein Harfu Jar, eine Art Präposition eingesetzt, bi. Dadurch heißt es dann nicht ru'usakum, sondern ru'usikum. Das heißt, dieses ru'us wird Majru gemacht. Majru heißt, also in eine Genitivkonstruktion umgewandelt. Und das deutet darauf hin, dass die ersten zwei Sachen, also er nennt zuerst zweimal den Akkusativ, dann die Genitivkonstruktion und dann nennt er am Ende wieder wa arjulakum. Nicht arjulikum, sondern arjulakum. Das heißt, er nennt wieder diesen maf'ulun bihi. Und das ist also so, als wenn ich zum Beispiel sagen würde, hier, ich gebe dir 10 Euro. Ja, dann ist das normal. Ja, aber wenn ich sage, ich gebe dir 2 Euro, dann gebe ich dir 6 Euro und dann gebe ich dir nochmal 2 Euro, dann zeigt das, dass an dieser Reihenfolge etwas dran ist. Und genauso ist das hier auch. Das heißt, aufgrund dieser grammatikalischen Konstruktion, das kann vielleicht nicht jeder so einfach nachvollziehen, diese grammatikalische Konstruktion und diese allgemeine Art und Weise, die Art und Weise, wie Allah die Menschen auch anspricht, dass diese Reihenfolge immer eine Rolle spielt, deutet darauf hin, dass die Reihenfolge eine Verpflichtung ist. Das heißt, für uns in der Tat praktiziert,
Wenn man beispielsweise am Anfang vergisst oder man wäscht beispielsweise sein Gesicht und wäscht danach seine Füße, dann muss man nochmal neu anfangen. Das heißt, man kann nicht von den Füßen dann zum Kopf gehen, sondern muss der Wudu nochmal neu anfangen, weil die Reihenfolge verpflichtend ist. Genauso, was noch darauf hindeutet, dass die Reihenfolge verpflichtend ist, ist, dass nie etwas anderes berichtet wurde vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und von seinen Gefährten, dass sie die Reihenfolge nicht beachtet haben. Dann, die sechste Säule, die sehr wichtig ist, ist, dass es durchgehend gemacht wird. Das heißt, es darf keine lange Pause dazwischen sein. Hier definieren die Fuqaha, die Fiqh-Gelehrten das so, dass die Pause nicht so lange sein soll, dass das Teil oder der Körperteil, der vorher gewaschen wurde, schon trocken geworden ist. Das heißt, wenn ich jetzt beispielsweise ganz kurz nach einer Sache gucke, das ist nicht das Problem. Aber wenn ich zum Beispiel mein Gesicht wasche und dann gehe ich erstmal telefonieren und dann ist mein Gesicht trocken geworden, dann kann ich nicht anfangen und fange dann an, die Hände zu waschen. Ja, es gilt nicht. Der Beweis dafür ist, der Prophet Muhammad s.a.w. und dieser Hadith wird von Abu Dawud überliefert. Und das ist der Hadith 175 in Sunan Abi Dawud, ja. Anna Nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam ra'a rajulan yusalli fi dha'i qadamihi lum'atun qadr al-dirham. Also da war jemand, ja. Der Prophet hat einen Mann gesehen, der auf seiner Fußoberfläche ein Stück hatte wie ein Dirham, wo also lam yusibha al-ma. Und da wo dieses Stück drauf war, da kam kein Wasser dran. Das heißt, es ist wichtig, dass immer alles mit Wasser gemacht wird. Zum Beispiel Fingernagellack, da kann man kein Wudu machen. Wie ist es mit der Tätowierung? Die Tätowierung ist unter der Haut. Es gibt manche Leute, die leider nicht so viel Wissen haben. Sie erzählen, wenn jemand eine Tätowierung hätte, dann kann er kein Wudu mehr machen, dann ist er verloren. Das ist Quatsch. Die Tätowierung ist unter der Haut. Ist unter der Haut. Er kann trotzdem die Gebetswaschung verrichten. Und da ist auch noch etwas anderes. Der eine Tätowierung hat, der ist nicht wie jemand, der ein Stück Farbe hier dran hat, das er wegmachen kann. Der ist nicht wie eine Frau, die Nagellack hat, ja, die das einfach wegmachen kann. Eine Tätowierung wegzumachen ist ein großes Problem. Es ist eine Körperverletzung in sich selber. Deswegen, wenn jemand eine Tätowierung hat, er soll diese Tätowierung nicht wegmachen, weil damit verletzt er sich nochmal, ist nochmal eine Körperverletzung, ein Eingriff in den Körper. Sondern er lässt diese Tätowierung und die Tätowierung, die Farbe, ist sowieso unter der Haut. Die Schicht, wo die Farbe der Tätowierung ist, wäscht man sowieso nicht bei der Gebetswaschung. Und das, was in dem Körper ist, selbst wenn die Farbe Najis wäre, stört nicht. Denn wir haben in unserem Körper immer Najis-Stoffe, die, wenn sie rauskommen, Najis sind. Zum Beispiel, wir haben immer Urin in unserer Blase. Oder in den meisten Fällen, es ist ja nicht so, dass die Blase irgendwann mal ganz leer ist, dass da kein Tropfen Urin drin ist. Das heißt, die Najasa, die man im Körper drin hat, die macht nicht das Gebet unglücklich, sondern das, was man draußen hat. Denn Allah sagt im Koran, in Sure 2, Vers 285, لا يكلف الله, in Sure 2, Vers 286, لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Es kam mal ein Bruder, hat mal bei mir angerufen, war total verzweifelt. Er hat gesagt, ja, Blut ist Najis. Aber wir haben doch Blut im ganzen Körper, wie soll man denn jetzt? Er war kurz davor, vom Islam abzufallen, subhanallah. Ich habe gesagt, ja, Allah weiß, dass das Blut Najis ist, ja, obwohl es da auch Meinungsverschiedenheiten gibt in diesem Bereich. Aber okay, nehmen wir dieses Wort. Aber der Beweis ist, dass der Prophet aus dem so gebetet hat, dass dir das, was du in deinem Körper hast, nicht schadet. Aber wenn du Blut an deinem Körper hast, dann musst du es wegwaschen. Wie gesagt, bezüglich des Blutes gibt es auch unterschiedliche Meinungen. Wir hatten uns heute da etwas strikt am Madhab, weil es gibt unterschiedliche Meinungen, weil beispielsweise Umar al-Khattab ist von hinten erstochen worden im Gebet und das Blut kam raus und er hat trotzdem weiter gebetet. Er hat trotzdem weiter gebetet, was zeigt, wäre das Blut Najis, hätte er nicht weiter beten können. Allerdings sagen die anderen Gelehrten, diese Situation, wo Umar al-Khattab weiter gebetet hat, ist eine Situation, er hatte sowieso nicht die Hoffnung darauf, dass es aufhört zu bluten. Und Allah bürdet keiner Seele auf, was sie nicht zu tragen vermag. Wie jemand, es gibt manche Leute, bei denen kommt immer Urin raus unten. Das heißt, er wäscht sich einfach für die Gebetswaschung, nachdem der dann gekommen ist, und betet damit. Und selbst wenn Urin rauskommt während dem Gebet, das stört ihn nicht, weil er hat eine Krankheit. Und in diesem Fall, Umar al-Khattab war halt verletzt gewesen und konnte gar nicht anders. Das ist diese Meinungsverschiedenheit in diesem Bereich.
Jedenfalls, kein Problem, das wollte ich nur ganz kurz erwähnt haben. Jedenfalls, der Prophet Sassam hat laut Abu Dawud 175 diesen Menschen gesehen. Der hatte wie ein Dirham an seiner Haut und er hätte es entfernen können. Ja, also kein Dirham auf seiner Haut, sondern ein Stück, ein Lum'a, wie einen Dirham und da kam kein Wasser dran. Lam yusipa al-ma. Was hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gemacht? فَأَمَرْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أَنْ يُعِيدَ الْوُدُوَ وَالصَّلَاةِ. Dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihm befohlen, das Gebet, den Wudu, die Gebetswaschung zu wiederholen und das Gebet. Was zeigt das? Das zeigt ganz eindeutig, dass man keine lange Pause dazwischen haben darf. Weil, wenn die lange Pause kein Problem gewesen wäre, dann hätte der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu ihm gesagt, wasch deine Füße nochmal und bete nochmal. Aber er hat ihm befohlen, das ganze Wudu nochmal zu wiederholen. Was zeigt, wenn eine lange Pause während der Gebetswaschung dazwischen ist, ich wasche beispielsweise die Arme, lasse danach eine lange Pause, in diesem Moment ist die Gebetswaschung kaputt, ich muss auch nochmal bei dem Gesicht anfangen, beziehungsweise bei den Händen anfangen. Ja? Das ist der Beweis dafür. Was gibt es noch für Dinge, die man beachten muss? Ich habe schon erwähnt, man soll Bismillah vorsagen. Man soll die Hände vorwaschen, neben diesem Arkan. Dann, was man machen soll, außer man fastet, nach Befehl des Propheten Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, man soll bei Matmada und Istinshak etwas übertreiben, also viel Wasser nehmen. Ja? Dann, was ich schon erwähnt habe, das ist am Kopf, das ist nur einmal, man nimmt nicht dreimal Wasser und macht das Ganze. Aber es gibt einige Lehrte, die sagen, aber besser ist es wahrscheinlich, das nicht zu tun, dass man einmal Wasser nimmt für den Kopf und einmal Wasser nimmt für die Ohren. Diese Meinung gibt es. Ja. Dann dreimal ist, wie gesagt, Sunna. Ach ja, genau. Hier der Hadith, der sagt, dass man das mit einer Hand macht. Das Madmadan ist den Shark. Der ist in Sahih Muslim, Hadith Nummer 235. Annal Madmada wal istinshaku min kaffin wahidatin. ففعل ذلك ثلاثة أنه مدمد واستنشق من كف واحدة ففعل ذلك ثلاثة. Der Hadith ist in Sahih Muslim 235, dass er Madmada und Istinshak mit einer Hand gemacht hat, eine Hand, und hat das dreimal gemacht. Also so, Mund, Nase, Mund, Nase, Mund, Nase. Okay? Gut, dann ist es auch dabei, ich sage mal, die Glieder zu kneten, an denen man ist, ja. Das Gesicht, das man hier ist. Es reicht im Prinzip, wenn nur Wasser draufkommen würde, ja. Wenn also alles nass ist, es reicht. Aber es ist halt, es gehört zur Sunna, dass man wirklich das Gesicht auf diese Art wäscht, dass man die Hände auf diese Art wäscht, ja. Dass das also praktisch wie, ich sage mal, kneten ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber dass man das wirklich ein bisschen reibt, ja. So, dann, dass man sparsam ist mit dem Wasser. Und dann, dass man spezielle Dua danach macht. Dann sagt man, Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dann sagt man, Subhanaka lahumma wa bihamdik, Ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Und eine Dua, die noch überliefert wird, ist, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minat mutatahirin. Dann sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, und das wird dieser Hadith, der wird von Umar ibn al-Khattab überliefert, und zwar bei Muslim, Hadith Nummer 234. Dort sagt er, ما منكم من أحد يتودع يسبح ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية. Das heißt, es gibt keinen von euch, der nicht das, also Wudu macht und macht das Wudu vollständig, ja, und sagt dann, also, dass er das alles nass wird und so weiter, dann sagt er sinngemäß, ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah, dem einen, der keinen Partner hat, und dass Mohammed, der Diener und Gesandte, sein Diener und Gesandter ist, außer dass für ihn die 8 Tore des Paradieses aufgetan werden und er geht ein, durch welches er will. Das heißt, jeder, der das macht, für ihn werden die 8 Tore des Paradieses geöffnet und er geht, durch welches er will. Und wie gesagt, dieser Hadith ist in Sahih Muslim, Hadith Nummer 234. Dann gibt es noch einen Hadith, der wird von Nasa'i überliefert, dass man sagen soll,
Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, also nach dem Wudu. Ja? Dann gibt es noch eine Dua, die man macht, die auch authentisch überliefert wird, und zwar Allahumma ja'alni min at-tawwabin wa ja'alni min al-mutatahhirin. Das heißt, oh Allah, mach mich zu denen, die Tauba machen, und mach mich zu den Reinigen. Allahumma ja'alni min at-tawwabin oder ja'alna min at-tawwabin wa ja'alna min al-mutatahhirin. Das sind die drei Dua, die drei Bittgebete, die man danach durchführt. Und möge Allah uns zu denjenigen machen, die diese Sachen praktizieren. Und möge Allah uns ins Paradies führen. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.